Bigger, bigger. Es war mal wieder einer dieser Abende, an dem nichts wirklich los war. Nein, wirklich nichts. Die Uhr zeigte aktuell 2.28 Uhr, also höchste Zeit ins Bett zu gehen. Wenn dann nicht jemand anderes wäre. Spark saß wie jeden Abend an der Konsole und tippte quasi die letzten Befehle für den Tag ein. Es war also mehr die Standardprozedur, also das alltägliche Ritual. Alle OCs, bis auf Aiden und Sparks, waren schon lange verschwunden und in ihren Betten. Nur die beiden eben nicht. Doch auch bei Sparks konnte man so langsam die Müdigkeit sehen. So, das war's für heute, sprach er leise, während er auf Autopilot schaltete. Aiden schien davon aber etwas enttäuscht. Was? Schon? Schon? Schau mal auf die Uhr. Ja, es ist doch nicht mal 3. Egal. Mit einem gekonnten Sprung sprang er von seinem Sessel und machte sich auf den Weg Richtung Tür. Olli ist jetzt auf Auto, er wird gleich pennen gehen und dann gehen hier so oder so die Lichter aus. Also geh auch du ins Bett. Spark schloss die Tür und das Feuerriegel war nun allein in der Kommandozentrale. Schon ins Bett? Was denkt er sich eigentlich? Fragte er mehr zu sich als zu jemand anderen. Sein Blick schlich langsam aber sicher zu dem Monitor vor ihm. Aiden konnte erkennen, dass ich gerade dabei war, den Rechner runterzufahren. Nun, dann schalten wir mal zu den anderen. Flashpan schlief tief und fest mit ihrem kleinen dunkelgrauen Pony-Plüschtier. Binary saß vor seinem Rechner und regte sich mal wieder darüber auf, dass alle anderen nur Noobs seien. Sparks legte sich gerade ins Bett. Moon saß wie immer bei sich auf seinem Sessel mit klassischer Musik, einem Glas Orangensaft und einem Buch. Und Dancelight? Nun ja, der war schon seit einigen Stunden am Pennen, weil er wieder mal die Nacht durchgemacht hatte. Aber ausgerechnet jetzt wurde er wach. Warum? Nun, er konnte Musik wahrnehmen. Etwas ältere Musik. Um genau zu sein, Kung Fu Fighting. Also erhob sich Dancelight und ging aus seinem Zimmer. Seine Ohren richteten sich in die Richtung, aus der die Musik kam. Sie kam tatsächlich aus dem Kontrollzentrum. Und das konnte nur eins bedeuten. Seine Hufe trugen ihn langsam auf die Tür zu. Nur wollte er sie nicht öffnen. Nein, er hielt eine Sekunde inne und hielt sein Ohr an diese. Ja, da kam tatsächlich Kung Fu Fighting aus dem Raum. Das Beste an der ganzen Szene war aber, dass Aiden anscheinend gerade dabei war, zu tanzen. Oder eher die Moves umzusetzen. Dancelight schob langsam die Tür auf und starrte direkt auf Aiden. Dieser wiederum sprang und sang zu dem Lied. Everybody was Kung Fu Fighting. Those kids were fast as lightning. And that was a little bit frightening. But it was with expert timing. Was ich in dieser Zeit gemacht habe? Naja, ich stand vor meiner Freundin, schrie das Lied quasi mit und zerlegte dabei die halbe Wohnung. Gepaart von kleinen Schreien ihrerseits. Sag mal, spinnst du, Olli? Hör auf damit! Nun gut, ich war also dabei, die Bude etwas neu zu dekorieren. Und meine Freundin versuchte mich etwas leicht zu beschwichtigen. Oder zu beruhigen. Oder was auch immer sie machen wollte. Manchmal jedenfalls verstehe ich die Frauenwelt nicht ganz. Zumindest tanzt du nicht wieder in Unterwäsche. Ja, zumindest hat sich diesmal etwas zu meinen Gunsten geändert. Dan schaut währenddessen genau wie meine Freundin aus. Also vom Gesicht her. Aiden, was treibst du da? Dieser beendete abrupt seine Bewegungen. So wie auch ich in der realen Welt. Nun versucht er natürlich eine Erklärung für sein Verhalten zu finden. Willst du einen Keks? Weißt du, ich hab nichts dagegen, wenn du nachts eine Party feiern willst. Nein, really. Ich bin der Letzte, der dich aufhalten würde. Ich höre ein großes Aber. Aber? Jetzt kommt's. Da fehlt eindeutig der Wap. Ja, zu etwas feinfühliger Musik konnte man doch viel besser abdancen. Das dachte natürlich auch meine Freundin. Mach den verdammten Scheiß aus! Sie hat so eine liebenswerte Stimme. Aber weißt du, was jetzt noch besser kommt? Oh, ich weiß. Einige Momente später wurde dann auch der Rest der Truppe wach und schlich sich durch den Gang. Sie hörten natürlich den wunderbaren Bass in meinem ganzen Bewusstsein. Sie schlugen allesamt die Tür auf und starrten auf die beiden da singenden OCs. Ich bin verdammt normal.
Ach, da sind wir wieder, bereit für eine neue Erzählung aus meinem Leben. Manchmal denke ich ernsthaft darüber nach, eine Art Stand-Up-Comedian zu werden. In letzter Zeit ist so einiges Erwähnenswertes in meinem Leben passiert. Meine Freundin ist zu mir gezogen, ich habe ein neues Auto, ich konnte mein Hobby ausbauen, ich habe meine eigene Trilogie fertig geschrieben. Aber darum soll es diesmal nicht gehen. Nein. Es ist eher meine Pflicht, sie über mein Leben mit meinen OCs aufzuklären und sie zu unterrichten. Also werden wir damit mal beginnen. Viele fragen sich bestimmt ab und an mal, wie ich das denn so überlebe. Andere fragen sich, wie meine Mitmenschen damit umgehen. Nun ja, es ist nicht sehr einfach für die Leute um mich herum, mich zu verstehen oder gar mit mir klarzukommen. Viele denken, ich sei verrückt, wenn ich plötzlich mit mir selbst rede oder versuche, meine Geschichten weiterzuspinnen. Auch meine Freundin hat es nicht immer leicht mit mir. Aber ich denke, ich zeige ihr ganz gut, dass ich nicht ohne sie kann. Deswegen bekommt sie auch natürlich noch einen Gastauftritt in meiner Erzählung. Ohne sie würde es eh nicht mehr gehen. Da, naja, sie nun mal zu meinem Leben gehört. Aber gut, ich fange mal etwas früher an. Meine Freundin wohnt nun schon seit einigen Monaten bei mir. Uns geht es ganz gut und wir kommen prima miteinander klar. Allerdings passiert in unserem Eifer gerne mal etwas, das wir früher oder später bereuen. Einmal waren wir nämlich ganz wild. Oder eher ich. So wild, dass ich es geschafft habe, mein kleines, aber feines Bett zu sprengen. Ja, es ist unter meinem Gewicht zusammengebrochen. Ich hätte mich wohl nicht direkt auf die Holzbalken stellen sollen. Demzufolge mussten wir auch eine Zeit lang auf der Couch pennen. Für mich war das nicht wirklich schlimm, aber für sie schon. So fuhren wir also in die Stadt, um uns ein neues Bett auszusuchen. Eigentlich stand es schon fest, da gerade ein Boxspringbett im Angebot war. Aber gucken kostet nichts. Wir kamen also dort an und schauten uns natürlich eifrig im Laden um. Da wir auch noch einen neuen Computerstuhl und Schrank brauchten, sahen wir diesbezüglich auch gleich nach. In dem Moment saßen meine OCs natürlich auch vor dem Monitor. Sparks hatte extra ein paar große Tasten für solche Situationen angebracht. Zwei, um genau zu sein. Eine ist zu teuer und eine nee, ist hässlich Taste. Wir standen also vor dem ersten Schrank und Flash schritt natürlich sofort ein und haute auf die Taste. Hässlich. Sparks drehte sich gleich zu ihr. Du hast den Schrank doch noch nicht mal gesehen. Hässlich. Vertrau mir einfach. Während Sparks zu Flash gedreht war, haute Moon auf die Taste. Zu teuer. Lasst mich doch mal einen Blick hineinwerfen. Dann haute wieder Flash. Boah, nee. Und schon ging es immer mit Moon im Wechsel weiter. Nope. Nein. Kein Stauraum. Alter, die Farbe geht gar nicht. Wo soll denn da was rein? Zu klein. Und bevor Moon wieder drücken konnte, stopp! Sparks schrie einmal in den Raum. In den hallenden Raum. Die Schränke waren somit allesamt irgendwann mal abgeschlossen. Beim Bett sah das Ganze schon etwas anders aus. Da hatten wir unsere Entscheidung schließlich schon getroffen. Zu guter Letzt kamen die Stühle dran. Es gab in dem Laden grob 10 verschiedene. Über viele, viele Preise. Meine Freundin ist, was das angeht, etwas penibel. Und die meisten Stühle wurden mit einem unbequem oder nö abgestempelt. Ich hingegen konnte mich da, wenn auch nicht viel, etwas schneller entscheiden. Während ich also auf meinem Quasi-Stuhl saß, konnte sie sich nicht entscheiden. Mein Blick verfolgte sie die ganze Zeit, während sie von einem Stuhl zum anderen wanderte. Dance, Aiden und Binary starrten sie mit einem gemischten Gefühl aus Langeweile, Wut und Entsetzen an. Boah, Frauen können so anstrengend sein. Ach komm, so schlimm sind sie auch nicht. Stimmt, sie sind schlimmer. Okay, irgendwann so nach einer gefühlten halben Stunde hatten wir dann endlich die Entscheidung und konnten nach Hause. Es gibt natürlich auch andere Tage, an denen ich mich selber zur Weißglut bringen kann. Oder eher, wenn viele Dinge passieren, die das unterstützen. Ich habe da so einen kleinen Trick. Jedes Mal, wenn ich kurz vor einer Explosion stehe, schnippe ich einmal mit dem Finger. So kann ich ganz einfach meine Wut auf einen gerade inaktiven Teil meiner Seele zwischenlagern. Es mag zwar vielleicht komisch klingen, aber das funktioniert ganz gut. Andere Tage sind wieder so, dass man sie kaum überstehen kann. So wie auch dieser. Es war ein ganz normaler Morgen, mein Wecker klingelte um 5.05 Uhr und holte mich aus meinem Schlaf. Soweit, so gewohnt. Als ich mich dann für die Arbeit fertig machte und nur knapp 20 Minuten später meine Wohnung verließ, ging ich zu meinem Auto. Dort angekommen, setzte ich meine Wenigkeit hinein und drehte den Zündschlüssel um. Nun kommt das Problem. Mein Auto hatte irgendeine Fehlermeldung. Meine Motorkontrollleuchte leuchtete. Was tut man in so einer Situation? Das Auto so lange nicht bewegen, bis man es in eine Werkstatt fahren konnte. So klingelte ich bei meiner Firma durch und erklärte denen meine Situation. Zu meiner Überraschung bekam ich an dem Tag sogar frei. Also nach Haus und wieder ins Bett.
Eine verwirrte Freundin und circa 3 Stunden später schob ich meinen Körper erneut aus dem Bett, da das Auto in die Werkstatt musste. Sollte das genau jetzt das Ziel sein. Doch als der Zündschlüssel umgedreht wurde, erblickten meine Augen etwas nicht. Die Leuchte war nun wieder aus. Ihr könnt euch sicher meinen Blick vorstellen. Nun musste also ein Plan her. Was nun? Die Entscheidung bestand darin, den etwas weiteren Weg zur Werkstatt meines Vertrauens einzuschlagen und dort mein Auto durchchecken zu lassen. Das getan und nun mit dem Auto meiner Mutter unter dem Hintern ging es wieder nach Hause. Gut, das war der Tagesbeginn. Schlimmer konnte es kaum werden. An diesem Tag wollte ich mir dann auch noch einen Schrank von einem anderen Ort abholen. Ein Glück war das Auto auch noch groß genug dafür. Da der Termin langsam immer näher rückte, verpflanzte ich meinen Hintern in das Auto und ab ging die wilde Fahrt. Im Netz machte man sich natürlich schlau, wie man fahren musste. Dort im Ort angekommen, verblasste diese innerliche Karte aber etwas. Was also nun? Na, wir nehmen einfach das Navi, das zufälligerweise in meinem Auto war und nicht in dem Auto meiner Mutter. Ha, dann das Handy, das ich gerade erst zurücksetzen musste und noch keinen Zugang zum Internet hatte. Jetzt blieb mir nur noch die ganz alte Schule. Nach dem Weg fragen. Ein Glück war direkt in meiner Nähe eine Bäckerei. Und dort sagte mir man dann, naja, dass sich die Straße gleich um die Ecke befand. Der Tag entwickelte sich also richtig prächtig. Und meine OCs, Sparks, Binary und Moon, sahen das. Sein Voodometer steigt an. Binary warf einen prüfenden Blick darauf. Solange es nicht diese Markierung übersteigt, ist alles okay. Nein, das wollen wir nicht. Moon sah die beiden fragend an. Er wusste nicht einmal, dass es einen Voodometer gibt. Er musste da gleich einmal nachhaken. Was passiert, wenn es die Markierung erreicht? Binary sah ihn schockiert an. Was? Das weißt du nicht? Sparks lehnte sich in seinem Sessel zurück. Das letzte Mal, wo der Pegel so hoch war, war er nicht da. Ist das so schlimm? Und ob? Bei Binary kann man den Schweiß auf der Stirn sehen. Wenn der Pegel zu hoch ist, müssen wir zu ihr. Moon verstand nicht ganz. Zu wem? Na, ihr. Faith. Nun mischte sich Sparks wieder ein. Und ihrem Freund. Wer ist Faith? Faith ist Olivers Gleichgewicht. Wenn sie nicht wäre, würde hier öfters das Land untergehen. Nun befanden sich die OCs samt Konsole auf einer kleinen tropischen Insel, auf der sie gerade so genug Platz hatten. Wer war das? Sorry, mein Fehler. Einige Sekunden starrten sie auf Aiden, bis Binary wieder das Wort ergriff. Wie dem auch sei, wenn Faith kommt, gibt's immer Ärger. Sparks jedenfalls setzte sich wieder an die Konsole. Dafür müsste sie aber auch erstmal holen. Nee, ich geh da nicht nochmal hin. Ach ja, ich hab ihn ja noch gar nichts von meinen. Ja, wie soll ich sie nennen? Unter-OCs? Nein, Zwischen-OCs? Nennen wir sie einfach mal Second Base. Ja, kein wunderbarer Name, aber hey, ich darf das. Also, da gab es zum einen Faith, ein dunkelgraues Pegasi mit roter Mähne und einem sehr schönen Cutie-Mark. Man konnte es so beschreiben, als wenn 4 Farben, rot, blau, gelb und grün, gerade anfangen zu verschmelzen und ineinander zu verlaufen. Etwas ganz Besonderes an ihr sind ihre 2 Augenfarben, rot und blau. Dazu kommt, dass sie noch 2 Yin- und Yang-Anhänger an ihrer Mähne und Schweif trägt. Sie steht für mein inneres Gleichgewicht und sorgt dafür, dass ich nicht direkt ausraste. Und dann wäre da noch ein Pfiffchen, circa 3/4 so groß wie Faith. Sein Name ist Gitz und er war für meinen Scharfsinn und mein Vorausdenken. Die beiden haben sich ein eigenes Quartier etwas weiter oben eingerichtet. Sie haben nichts gegen die anderen, aber wollten sie gern ihre Ruhe. Vor allem, dass sie ein sehr spezielles Hobby haben. Aber wir sollten erstmal bei dem Punkt mit dem Navi weitermachen. Ich habe es dann irgendwann geschafft, den Schrank in mein Auto zu verfrachten und war bereit aufzubrechen. Aber es gab noch ein weiteres Ziel in dieser Stadt. Ich musste in den Mobilcom Debitel Shop. Denn ja, ich bin Kunde bei denen. Eigentlich ist daran nichts Verwerfliches. Die sind eigentlich ganz okay. Naja, vor einiger Zeit ist mir mein Handy kaputt gegangen. Oder irgendwas stimmte damit nicht. Der Vibrationsmotor machte mehr Krach als er sollte. Und deswegen musste das Handy, also mein Handy, in Reparatur. Ein Glück bekam ich ein Ersatztelefon. Also, naja, ich hasse die Marke Huawei. Kein Kommentar. Egal, jetzt musste mein altes Handy laut dem Kundenservice in den Laden. Nach einiger Zeit fand ich den dann auf und begab mich dorthin. Das habe ich sogar ohne Navi oder fremde Hilfe geschafft. Dort angekommen,
sah ich dann einen netten Herrn, der nur darauf wartete, dass ein Kunde in den Laden kam. Ich war wohl der erste seit 100 Jahren. Dort angekommen, erklärte mir dann der Herr, dass ich das Ding über den Kundenservice einschicken muss. Hä? Der Wutpegel steigt weiter. Doch Sparks war ganz gelassen. Kein Grund zur Sorge. Ich starrte eine Weile auf den Verkäufer und fragte ihn, ob das sein Ernst sei. Er meinte nur, ja. Also Handy wieder eingepackt und dann nach Hause, durch die Stadt, durch den Verkehr. Sie wissen bestimmt, dass der Stadtverkehr grauenhaft ist, oder? Das regt einen so auf. Nun sah es bei meinen Ussis etwas anders aus. Die Ussis schwammen noch auf ihrer kleinen Insel und machten sich über ihr Leben Gedanken. Während sie also so da saßen und sich darüber stritten, wie schlimm Faith sein kann, kam genau in diesem Moment eine Lampe aus der Palme. Ein Warnsignal, um genau zu sein. Nun wurde die ganze Insel nicht nur von Wellenrauschen, Palmen und Wind begleitet, sondern auch von einer nervtötenden Sirene mit rotem, pulsierendem Licht. Ah, schaltet das ab! Doch so leicht sollte sich das Problem nicht lösen lassen. Sparks musste das natürlich nochmal genau erklären. Du weißt schon, dass du dafür Faiths Schlüssel brauchst, oder? Während Sparks sich also die Ohren an den Kopf presste und auch der Rest der Bande sich irgendwie die Ohren zuhalten musste, kam Aiden auf die wohl beste Idee, die er seit langem hatte. Vielleicht sollten wir Faith dann mal holen. Oh, bist du auch schon auf die Idee gekommen? Aber Sparks hatte eine viel bessere Idee. Binary, vielleicht solltest du ja zu Faith. Ja, der Meinung bin ich auch. Was? Warum ich? Aiden kann genauso gut gehen. Doch der verneinte das sogleich mit einem Kopfschütteln. Keineswegs! Was? Warum nicht? Weil du das Pony bist. Ponys können immer besser mit Ponys. Dann schick doch Flash los. Wie aufs Stichwort stand diese dann auch noch neben Binary. Mit ihr natürlich auch Dance Light. Nun war also die Bande wieder auf einem Punkt versammelt. Moon schob sogleich sein Buch zur Seite, das er eigentlich gerade noch lesen wollte. Leute, jetzt macht die Sirene aus. Gut, dass Flashpen sauer war, kann ich immer wieder mal verstehen. Aber Moon? Naja, der will zwar lesen, aber... Ach, das ist ja das Gute. Man versteht gerne mal seine eigenen Nussis nicht, auch wenn die quasi zur eigenen Persönlichkeit gehören. Manchmal aber frage ich mich, warum ich ihnen so viel Aufmerksamkeit widme. Oder so wenig. Dabei ist er eigentlich ein fester Bestandteil von allem. Ist gut, wir haben's verstanden. Sogleich wurde er von allen Nussis angeschaut. Flash stellte die Frage, die allen auf dem Herzen lag. Mit wem redest du? Tja, Moon, ist wohl ein Problem, wenn nur du den Erzähler hören kannst, wa? Ach komm schon, das ist ein Klischee, das es in so vielen anderen Geschichten gibt. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Nur weil du mich als Einziger verstehst? Nein, weißt du was? Darum werde ich mich gar nicht kümmern. Ich werde einfach so tun, als wärst du nicht da. Ha, das willst du wirklich? Mich als allmächtigen Erzähler zu ignorieren, könnte fatale Folgen für dich haben. Ach ja? Was willst du machen? Jetzt Frösche regnen lassen? Schau dich doch mal an, du bist nur eine Stimme aus dem Off. Du könntest genauso gut gerade eine Kekswerbung im öffentlichen Fernsehen machen. Vielleicht sollte ich wirklich mal Werbung machen. Weißt du, am besten noch mit Flashpen als Hauptfigur. Hey, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Flashpen öffnete die Tür und schmiss ihre Taschen auf den Boden. Oh Mann, bin ich fertig von der Arbeit. Hey, sind Sie auch immer nach der Arbeit so fertig? Was zum... Wer spricht da? Wie bin ich hierher gekommen? Dafür haben wir jetzt die Lösung. Die neuen Knusperkekse von Dösli. Herzhaftes Weizenbrot zwischen zwei knackfrischen Würstchen. Ein Spaß für Groß und Klein. Auch für die kleinen Binaries unter euch. Was, Flash? Wieso bist du so groß? Oh mein Gott, was hast du an? Nein, schau weg! Ein Spaß für die ganze Familie. Und damit verschwand Flashpen auch wieder. Nie wieder! Und schlug die Tür zu. Nun standen alle, bis auf Flash, vor dem Pult. Moon starrte noch etwas, nennen wir es mal verwirrt, in die Luft. Der Rest allerdings sah nur auf die Monitore nach draußen. Also genau auf die Straße und auf meinen Versuch, heil nach Haus zu kommen. Sparks hatte eine Idee. Weißt du was? Wir losen's einfach aus! Das ist eine gute Idee! Dance und Binary nickten nur. Moon drehte sich auf dem Hacken um und ging einfach. Er erschuf sich eine Liege auf der kleinen Insel, platzierte eine schalldichte Kuppel drumrum und legte sich schlafen. Wir sollten es zwischen uns entscheiden! Alle nickten nur. Sparks holte ein paar Streichhölzer hervor und hielt sie vor sich. Der Kürzeste muss gehen! Die UCs erklärten sich mit dem Ergebnis einverstanden und zogen. Wie der Zufall es so will, musste natürlich der kleine Binary los. Kommentarlos ging er übers Wasser, als wäre er Jesus oder so.
öffnete die Tür, die irgendwo am anderen Ende des Meers schwebte, und ging einfach hindurch. Der Rest der Ussis war nun auf der Insel allein. Binary hatte sich also von der Gruppe abgewandt und war nun auf dem Weg zu Faith. Dafür musste er durch den langen Gang und dann an der einen Tür rechts. Also die eine, die sehr schwer zu finden war und immer mal die Position zu wechseln schien. Egal. Irgendwann, so nach, keine Ahnung wie vielen Minuten, fand er die dann auch. Die Tür quietschte beim Öffnen und zum Vorschein kam eine lange, lange, lange Treppe. Ein Glück war er ein Pegasus, also kann ich es mir ersparen, den Weg nach oben zu beschreiben. Nun kam Binary an der Tür an, die ihm von Faith trennte. Er schluckte, legte seinen Huf an die Tür und öffnete diese. Zum Vorschein kam eine lange Wiese voller hüfthoher Hindernisse. Binary konnte weiches und angenehmes Gras unter seinen Hufen spüren. Nun gut, hier sah es wirklich nicht danach aus, als würde hier irgendwer Verrücktes auf einen lauern. Ich könnte euch natürlich sagen, dass dem nicht so war, aber das könnte euch genauso gut die Kugel sagen, die gerade nicht mal 3 cm neben Binarys rechten Huf einschlug. Binary wich natürlich sofort zurück. Ah! Nicht lange danach war es so, als würde eine weibliche Stimme über Lautsprechern zu ihm sprechen. Was willst du hier? Sie klang ziemlich neutral. Aber ja, das ist Faith. Mein inneres Gleichgewicht. Wir, also ich und Sparks, und die anderen, wir brauchen deinen Schlüssel. Für was? Jedes Mal, wenn Faith einen ihrer Sätze beendete, klang es, als würde der Lautsprecher schnorren oder irgendeinen Defekt haben. Ich sollte das mal korrigieren lassen. Du weißt schon, für den Wutregler? Oh ja, natürlich. Weißt du, ich habe mich schon öfter mal gefragt, wann sich einer von euch hier wieder rauftraut. Jetzt kam der kleine Zahlenhengst tatsächlich ins Schwitzen. Mann, so habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Mindestens seit der Sache mit Koshi. Sweet Memories. Du weißt ja, wie das ist. Wir haben so viel Papierkram und dann ist da noch die eine Sache mit dem Schicksal und so. Manchmal kann man eben nichts ändern. Weißt du was? Du hast vielleicht recht. Okay, jetzt reagiert sie doch erstaunlich ruhig. Mal schauen, was noch von ihr kommt. Vielleicht habe ich wirklich zu oft darauf gehofft, mal Besuch zu bekommen. Nicht wahr, Gitz? Doch mehr als ein Knurren kam nicht von ihm. Weißt du, Gitz und ich fragen uns immer wieder mal, was wir mit unserer Freizeit anfangen sollen. Bis wir auf eine tolle Idee kamen. Und die wäre? Fragte der kleine Hengst neben dem Einschussloch. Der Nächste, der hierher kommt, um nach dem Schlüssel zu fragen, wird zu einem Duell herausgefordert. Was? Duell? In was? Wie aufs Stichwort öffnete sich eine der hüfthohen Barrikaden. Es war eine Klappe, um genau zu sein. Sie krachte von oben herab auf den Boden und zum Vorschein kam... Xeno? Ja, danke, Binary. Eigentlich bin ich ja der Typ, der sagen muss, dass dir gerade dein eigenes Gewehr vor die Hufe fiel. Los, nimm es! Aber du schießt mit echter Munition! Ja, und? Das ist ein Paintball-Gewehr! Du weißt aber, wo wir uns hier befinden, oder? Nun, ja? Alright, du hast 2 Minuten. Doch auch in diesen 2 Minuten bewegte er sich kaum von Fleck. Ich glaube, er merkte, dass er nur eine wirkliche Chance hatte, wenn er die hüfthohen Deckungen benutzte. Mit einem sauberen Hechtsprung, also mit dem Kopf voraus und eine Beule später, saß er dort und sortierte seine Munition. Mit ein bisschen mehr Vorstellungskraft passte die echte Munition dann wirklich in das Paintball-Gewehr. Okay, natürlich schossen sie nicht mit echt tödlicher Munition, allein das wäre ein Grund dafür, meine Story hier auf FSK 18 zu stufen. Auch wenn ich den deutschen Jugendschutz schrecklich finde... Alles, was sie machen, bewirkt genau das Gegenteil. Jedes Mal, wenn ein Spiel indiziert wird, wollen es die Leute umso mehr. Und schon sind wir an dem Punkt angekommen, was wir eigentlich verhindern sollten. Mich aus dem Konzept bringen. Also, wo waren wir? Ach ja. Faith war mit Gitz auf ihrer Seite, circa 200 Meter einer langen Wiese entlang stationiert. Vermutlich hatten sie die beste Ausrüstung, die man sich vorstellen könnte. Auch er hätte sich eine bessere Ausrüstung zusammendenken können. Aber, naja, wir kennen ja unseren Hengst. Okay, deine Zeit ist abgelaufen. Und genau in dem Moment, als das Schnarren noch im Gerät war, fiel der erste Schuss. Die ganze Deckung bebte. Bröckeln tat sie übrigens auch. Holz hält nicht so viel ab. Und der zweite Schuss. Wieder brach etwas davon ab.
Doch er bewegte sich nicht hervor. Nein, viel schlimmer. Er zitterte wie ein ängstliches Fohlen. Wenn doch nur die anderen hier wären. Das war Sparks Stichwort. Nun gut, sie hatten kein Stichwort. Dafür hätten sie sich absprechen müssen. Oder so. Egal. In diesem Moment öffnete sich die Tür, durch die er erst Binary kam. Nur war es diesmal Sparks. Mann, Binary, was dauert das denn so lange? Sparks, duck dich! Was? Doch dieser blieb wie angewurzelt stehen. Kurz darauf folgte der Schuss. Oh, schau, ein Penny. Dieser traf allerdings nicht das Pikachu, sondern die Tür dahinter. So, genug des Ganzen. Binary, wo ist der Schlüssel? Wollte dieser nur noch wissen und starrte dabei das, ich denke mal, wirklich verängstigte Pony hinter der Mauer an. Nein, ich korrigiere es. Das bewaffnete, verängstigte Pony. Was zum Teufel willst du mit der Knarre? Diese Fave hat auf einmal angefangen, auf mich zu schießen. Falsch. Ich habe mein Land verteidigt. Du wolltest doch nur den Schlüssel holen. Und ich wollte hier nicht drauf. Und ich werde wieder schießen. Oh Mann. Seufzend ging Sparks wirklich gemütlich zu Binary, nahm sein Gewehr und legte es auf die Mauer. Dann solltest du dich auch wehren. Er wirkte in diesem Moment ziemlich gelassen. Ja, wirklich. Er zielte, wartete einen Moment und schoss. Während die Kugel also auf ihrem Weg war, schaute das Pokémon nur kurz zu dem Pony rüber. Siehst du? Und dann verfolgte der laute Knall. Einmal durch die Lautsprecher und durch den Hall der Umgebung. Verdammt, er hat das Feuer auf uns eröffnet. Geht schnell an die Gewehre! Etwas aus der Fassung schaute er zu Binary. War da etwa scharfe Munition drin? Hast du das etwa nicht an dem Knall und der ruckartigen Bewegung der Waffe erkannt? Nein, das hatte er nicht, Binary. Das werdet ihr bereuen! Schrie Faith, diesmal ohne die Lautsprecheranlage zu benutzen. Und es dauerte gar nicht lange, bis es auf einmal Kugeln von allen Seiten hagelte. Anscheinend bemerkte Sparks dann auch endlich, dass die Deckung von Binary gar nicht so ungemütlich war, wie er einst befürchtete. Nun verwandelte sich die Umgebung in ein Schlachtfeld. Nicht nur, dass ca. 200 Kugeln die Sekunde auf die Deckung der beiden einschlugen. Nein, es schien fast so, als wären sie mitten in einen Krieg geraten. Ein Krieg, der sich über einige Jahre der fiktiven Kunst erstreckt. Ein bisschen Weltkrieg, etwas Science-Fiction und ui Wunder, wer hätte das gedacht? Weltraumkram mit Laser. Piu, piu. Verdammt, Sparks, was machen wir denn jetzt? Wir sollten die anderen holen. Was? Bist du irre? Die beiden werden uns in Grund und Boden schießen. Ich weiß, Binary. Sparks legte seine Hand auf Binarys Schulter. Er währenddessen schaute nur seine Hand an. Was wird das? Manchmal muss ein Pony tun, was ein Pony eben tun muss. Sparks erhob sich, bereit den Feind gegenüberzutreten, und schnippte mit den Fingern. Wie aus dem Nichts, also wirklich aus dem Nichts, wo soll es sonst noch herkommen, erschien ein riesiger Bunker direkt, auf ihn. Sie waren also mittendrin. Von außen hörte man das Prasseln der Kugeln an der Betonwand. Drinnen war nun die Kommandozentrale und sämtliche OCs waren ebenfalls dort. Allesamt hatten einen schicken Tarnanzug, Metallhelm und die typischen Soldatensachen an. Sicherlich könnte die Verwunderung der OCs verstehen. Sie sahen sich komplett an und wollten gerade widersprechen, als Sparks die Führung wieder mal übernahm. Meine lieben Mitstreiter, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir unser Land verteidigen. Die Truppen von Faith greifen an und wir müssen uns mit aller Kraft verteidigen. Er schlug auf den Tisch. Werdet ihr mit mir kämpfen? Nun gut, Sparks konnte wirklich wie ein Kommandant klingen. Nur leider nahmen die OCs es nicht ganz so ernst wie er. Dance war wohl der Erste, der sich meldete. Ich gehe an meinen Mischpult. Und das tat er auch, um das Ganze mit dramatischer Musik zu untermalen. Moon war als Nächster dran. Ich werde dich mit all meinen Kräften unterstützen. Gut, von ihm habe ich eigentlich erwartet, dass er sich raushält. Endlich zeigt euch eine Stute mal, wo der Hammer hängt. Und das werde ich genüsslich aus der Ferne beobachten. Dann war sie weg. Von Aiden konnte man, denke ich mal, einiges erwarten. Gut, ich würde mal sagen, auf ins Gefecht! Binary und Sparks waren hier bereit für den Kampf. Binary wohl etwas mehr. Er stand nämlich in einer vollen Powerrüstung vor ihm. Durch den dicken Helm und der stählernen Kleidung sah er nicht nur aus wie Darth Vader, sondern er klang auch so. Ich gehe aufs Dach. Sparks Blick fiel allerdings nicht auf die Rüstung. Es war vielmehr die Waffe. Was ist das? Was? Er blickte auf sein schweres Gerät. Das? Das ist mein Gatling-Raketenwerfer. Okay, das übersteigt nun wirklich etwas meine Vorstellungskraft. Oder so. Oder nicht? Nun fand sich Binary wirklich auf dem Dach des 20 Meter hohen Bunkers wieder. Er richtete seine Gatling direkt auf Faiths Stellung. Diese schoss unterdessen immer wieder auf Binarys Rüstung.
Doch, dieser rührte sich nicht. Die Waffe fing an sich zu drehen und unzählige Raketen flogen direkt auf Faith zu. Hey, into the King, baby! Los geht's! Fahr den Panzer aus! Als sie diese Worte sprach, flog sie, da sie ein Pegasus war, auf Binary zu. Während sie das tat, zog sie sich quasi das Fell vom Fell, darunter ihre Ninja-Kleidung, samt neuen Fell. Sie zog ihr langes Schwert und schlug es direkt auf die Rüstung von unserem stählernen Pony. Glaubt ihr echt, dass ihr mich aufhalten könnt? Fressraketen! Und während sie sich dort oben bekriegten, liefen Sparks mit rotem Augenverband und Aiden mit blauem Augenverband samt Ninja-Bewaffnung nach draußen. Freiheit oder Tod! Lasst uns Wildschweine jagen gehen! Dan spielte dazu natürlich die passende Musik auf seinem Pult. In sicherer Entfernung. Flash hatte sich ungläubig neben ihm gestellt. Warum müssen die nur immer wieder so ein Kinderkram abziehen? Ist doch lustig. So wird's hier immerhin nicht langweilig. Seitdem du hier bist, ist es nicht mal mehr ruhig. Ruhe ist ein Störenfried. Genau wie du. Achte auf deinen Karma. Und was dann geschah, überraschte wohl alle. Bis auf Faith. Die Stellung der Zwischen-OCs erhob sich wahrhaftig. Dort stand ein riesiges, auf Holzbein gestelltes Haus, das einen schiefen, puppenartigen Blick drauf hatte. Faith sprang mit einem Satz nach hinten, direkt auf das Haus. Und dann hinein. Los geht's, wir machen sie fertig. Oh ja, es kam wirklich ein Haus auf den Bunker zu. Sparks und Aiden blieb nichts anderes übrig, als den Rückzug anzutreten. Zurück in den Bunker. Drinnen in Sicherheit wiegend schlossen sie die Tür. Mit einem bitte nicht stören Schild davor. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Boss, ich habe eine Idee. Dann lief er los. Während also draußen ein Haus auf die Heldengruppe zustampfte, erhob sich nun auch der Bunker. Alter, nee, so langsam übertreiben die wirklich. Der Bunker sah aus wie ein riesiger japanischer Roboter. Sparks, Binary, los, hier müsst ihr sofort reinkommen. Schrie Aiden, der schon Platz an einem der unzähligen Steuerpulte übernommen hatte. Die anderen beiden kamen dazu und pflanzten sich neben Aiden. Sparks sah sie verblüfft an. Du hast ernsthaft einen Roboter erschaffen? Aidens Blick war nun nicht mehr so wie sonst. Er war ernst. Sparks, Fantasie. Oh. Also dann, lasst uns dieses Puppenhaus vernichten. Mega Mode Power aktiviert! Dann knallten sie allesamt mit einer Hand oder Huf auf den roten Knopf, den sie hatten. Aiden, Sparks und Binary schrien nacheinander: Roter Part bereit! Gelber Part bereit! Blauer Part bereit! Nun haben wir genug Macht! Da sie nun alle bereit waren, stellten sie sich kampfbereit vor Faith und Gitz. Dann kommt mal her! Faith wollte keine Sekunde warten. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Und nun sollte das große Finale unseres kleinen Kampfes folgen. Beide Kampfgestalten standen sich, ca. 100 Meter voneinander entfernt, gegenüber. Dann rannten sie beide los. Und von allen OCs, die sich in den Gebäuderobotern befanden, hörte man ein lautes und schlugen gegen die Faust des anderen. Dabei entstand eine Raumzeitverzerrung, die alles hell erleuchtete. Beide Kontrahenten standen so einige Sekunden aneinander, bis das Licht an ihren Fäusten so hell wurde, dass es explodierte. Ein riesiger Atompilz entstand an der Stelle, dessen Druckwelle alles mit sich riss und verschlang. Als am Nachmittag eine gewaltige Atomexplosion unser gelobtes Land heimsuchte und alles verwüstete, wusste noch niemand, wie schwer die Ausmaße der Detonation wirklich sein können. Nun, circa 2 Stunden nach dem Einschlag kann man es sehen. Überall kahle Bäume, zerstörte Häuser, Leichen und das Grausamste, umgeknickte Blumen. Wir können nicht sagen, wie das Leben hier weitergehen wird. Aber eines wissen wir. Es wird nicht leicht. Und damit erlosch der Fernseher mit der wohl letzten Nachrichtensendung dieses Landes. Das Land konnte man etwa mit dem Ödland aus postapokalyptischen Spielen vergleichen.
Nur war das hier real. So real, wie eine Fantasiewelt nur sein konnte. Im Zentrum der Detonation sah man noch die Wracks der ehemaligen Kampfmaschinen, die für all dies hier verantwortlich waren. Irgendwo tief in den Trümmern sollten auch die Verantwortlichen dafür begraben liegen. Mögen sie in Frieden. Das war super! Damit sprang das erste Pony mit ihrer roten Mähne aus dem Schrott hervor. Das sollten wir jetzt jede Woche machen. Auch die anderen Ussis wühlten sich so allmählich aus dem Dreck hervor. Oh, verdammt, ey. Nun gut, sie waren wohl alle noch bei Bewusstsein und auch in einer netten körperlichen Verfassung. Dass mittlerweile mehrere Stunden vergangen sind, muss ich wohl nicht extra betonen. Ich könnte nun auch sagen, dass mein Wutometer auf einen gelben bis grünen Level war. So war dies also auch überstanden. Wo meine Wenigkeit war? Nun, ich war wieder an meinem PC, frisch und munter und zockte gerade Fallout. Faith jedenfalls schien super drauf zu sein und sprang über den Schrottplatz. So ganz nebenbei fischte sie dann auch noch Giss aus dem Dreck. Dieser nutzte nun die Gelegenheit, um die Metallplatten, die er inhaliert hatte, wieder aus dem Mund zu kotzen. Giss, war das nicht super? Mehr als ein Knurren kam aber nicht von ihm. Genau das wollte ich hören. Also wann ballern wir das nächste Mal? Diese Frage ging mehr an die anderen Ussis. Diese waren aber mehr damit beschäftigt, sich selbst oder ihre Einzelteile aus dem Haufen zu ziehen. Mann, ey, das kann man doch nicht mit ansehen. Jetzt hört mir mal zu. Jedes Mal, wenn es ein Problem gibt, veranstaltet ihr in meinem Kopf ein Riesenchaos. Aiden kniete nieder. Ah, der Schöpfer spricht. Hör auf, Aiden. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will doch nur, dass ihr eure Probleme wie zivilisierte kleine Ossis angeht. Ist das denn zu viel verlangt? Okay, sie schauten sich alle nur an und zuckten mit ihren Schultern. Solch eine Reaktion habe selbst ich nicht erwartet. Das Beste war aber noch, dass alle, also auch Faith und Giz, einfach durch die Tür wieder verschwanden. Als wäre ich denen völlig egal. Jetzt bleibt hier, wenn ich mit euch rede. Es vergingen wieder einige Tage. Mein Auto kam aus der Werkstatt und war wie neu. Es musste nur ein Teil ausgetauscht werden und der Preis, ja, erhielt sich in Grenzen. Mit 400 Euro war ich locker dabei. Aber schwamm drüber, es gibt Schlimmeres. Mittlerweile habe ich mich von der alten Karre erlöst. Es war kein schlechtes Auto, auf keinen Fall. Aber da ich in dem letzten Jahr dreimal zur Werkstatt musste, ich zweimal nicht zur Arbeit kam und knapp 1000 Euro zusätzlich investieren musste, dachte ich mir, ein neues könnte her. Bisher läuft dieses jedenfalls besser als mein altes Auto. Aber das hebe ich mir lieber für eine andere Geschichte auf. Ich könnte ja jetzt noch weiter labern, aber das würde irgendwann den Rahmen sprengen. Es sind ja nun schon mittlerweile 6106 Wörter. Eins sollten es nur mal knapp 5000 werden. Drei von meinen Ussis saßen also wieder in ihrer Zentrale, die übrigens keine Insel mehr war. Also Sparks, Binary und Dancelight, um genau zu sein. Was machen wir nun? Wie wär's, wenn wir mal so richtig auf den Putz hauen? Kurze Zeit später war dort eine Bühne aufgebaut und die drei fingen an. Seht mich an, braun gebrannt, ein Bild von einem Hengst. Ich hab alles, was man sich mit Geld kaufen kann. Mein Tag beginnt smart mit nem Champagnerbar. Mein Golf mit Kaviar essen, Mann, das Leben ist hart. Seht mich an, VIP, bin so fame wie noch nie. Alter, jede Stute in dieser Welt ist in mich verliebt. Prominent, dekadent, steige ich in meinen Vans. Und mit getönten Scheiben geht's vorbei an meinen Fans. Seht mich an, ich fahr Bahn, mache Dinge, die man sich mit Geld nicht kaufen kann. Bin nicht reich, bin nicht fame, doch das ist mir scheißegal. Denn so alles in allem fühle ich mich phänomenal. Nein! Diesmal nicht!